Das findest du gut, ja? Ich finde top. Wo das wirklich krass wurde beim Säuber. Und da kann ich euch jetzt schon mal spoilern, das wird richtig langweilig. Schon geil. Der Kopf ist davor nicht verraten. Rechts vor links, kommt da was? Nachdem ich bereits eine Serie als Laternenparker ohne eigene Lademöglichkeit mit meinem Hyundai Ioniq gemacht habe, tausche ich diese Woche mein Fahrzeug gegen den MG ZS EV, einem Elektro-SUV mit 41 Kilowattstunden nutzbarer Batterie. Und ihr begleitet mich und schaut mal, wie gut ich damit klarkomme und ob das funktioniert. Viel Spaß! Hier ist er. Ne? Und heute geht's raus in den Garten, aber nicht nur das, sondern heute treffen wir da draußen Bekannte von uns, die nicht nur eine Zoe fahren seit gut einem Jahr, sondern die selber Laternenparker sind. Und die haben noch eine große Herausforderung. Die wohnen in Adlershof, da ist jetzt keine Ladesäule irgendwie um die Ecke. So wie bei mir, also ihr könnt jetzt irgendwie so 400 Meter in die Richtung laufen. Und dann hätte ich eine Ladesäule. Nee, das haben die nicht. Aber die kommt trotzdem klar. Und wie sie das machen, darüber sprechen wir heute. Und dann schauen die sich noch den MG an und mal gucken. Wir vergleichen so ein bisschen Reichweite, Zoe, Platzangebot. Und dann, denke ich mal, kriegen wir ein rundes Video hin. Ich wünsche euch viel Spaß. So, da sind wir schon. Und bei mir ist Rico, den kennt ihr ja schon aus einem Video, wo du das erste Mal ein Elektroauto geladen hast und gefahren bist, ne? Ja. Mit dem WeShare Golf, das war wann? Ende 2019, November. Inzwischen fährst du selber Renault Zoe ZE50, richtig? Korrekt. Als Laternenparker, Laternenlader, also ohne eigene Lademöglichkeit. Laternenparker, finde ich gut gesprochen. Wir gucken uns mal den MG an. Du sagst mal, wie du den findest. Ich sag dir, ich hab dir den Preis noch nicht verraten, was der kostet. Wolltest du ja vorhin nicht verraten. Nee, ich wollte es gerne auf der Kamera haben. Ja, ist klar. Und dann quatschen wir mal, dann drehen wir mal eine Runde, dann quatschen wir mal drinnen darüber, wie du so klarkommst als Laternenlader, Parker, was auch immer. Ne? So. Ja, was man natürlich auf den ersten Blick siehst, ne? Also das ist halt eben doch schon weitaus mehr Auto. Ne? Wenn man mir eine kleine Zoe daneben sehe. Du hast ja davor den Captur. Ich meine, das ist ja so mal von der Größe und so ein Stückchen größer wie meine. Das ist lustig, weil genau damit habe ich ihn ja verglichen mit dem Captur. Denn, pass mal auf, der MG ist effektiv 5 cm länger. Sieht mehr aus, aber es sind 5 cm. Also laut Angaben. Ich gehe da jetzt nur auf die Angaben ein. Danach sind es 5 cm. So, und jetzt kommen wir zum Preis. Da muss ich dich drauf haben auf der Kamera. Der kostet 500 Euro weniger als die Einstiegsklasse vom Captur. 23.000 Euro. So wie er hier steht? So wie er hier steht, voll ausgestattet. 23.000. Nach Förderung, muss man ja fairerweise sagen. Wir haben die E-Autos ja in dem Sinne alle. Genau. 23.000 für so eine Karre, das ist schon geil. Gut, der wird hier und da bestimmt doch mal in einer anderen Ecke gespart worden sein, aber trotzdem 23 Grad. Jetzt mal ernsthaft, ich plane momentan meinen Urlaub von Berlin nach München zu verbringen. Muss man dazu sagen, für die eingefleischten E-Fahrer ist es wahrscheinlich weniger aufregend, aber für dich ist es natürlich, bist noch nie eine Langstrecke gefahren. Wir haben das Auto jetzt seit April, bin jetzt auf knappe 9000 Kilometer, ist jetzt nicht so sonderlich viel, aber auch Corona-bedingt konntest du ja kaum irgendwo hinfahren. Wir haben das Auto an und für sich eigentlich nur in Berlin im Umland bewegt, ne? Also, aber dafür ist der Zoe perfekt, meiner Meinung nach, ja, also reicht aus. Der Zoe, die Zoe, schreibt es mal in die Kommentare. Ja, die das, wie auch immer. Naja, genau, ist aber, ne, so für einen normalen, ich sag mal, Heim hier drauf, jetzt mal erst, du kannst das Auto hinten 4 Kästen Bier stapeln, kriegst du einen Kopf immer noch hin. Reicht also alles vollkommen aus, aber richtig Urlaub haben wir mit dem Auto halt noch nicht gemacht. Da fängst du halt schon an zu rechnen und zu überlegen. Jetzt unabhängig noch von Reichweite und großer Auto vom Platz. Ne? Dann so ist halt kein Riesenauto. Wenn du natürlich so ein Auto daneben siehst, ist das schon interessant. Ist offen? Ist offen. Kannst gerne überall rein. Ist halt Kofferraum, ne? Also. Ja, da passt schon ein bisschen was mehr drin, ne? Das ist da schön. Halt mal kurz. Jawohl. Hier ist der Halter. Also normal ist so, ne? Ja. Und dann kannst du halt hier drunter
hast du das Zeug, aber kannst du halt eben nach unten machen, dann hast du halt deutlich mehr. Das ist halt so ähnlich wie beim Mähner, wo du noch diesen Tiefkopf hast, weil der beim E-Auto halt schön ist, ne? Dass halt die tiefen Dinger haben. Ja, da gehst du mal rein, den Scheißding, ne? Das wäre schon schön. Ja. Vor allem aber auch schön vorne zu laden. Ne? Das kenne ich ja von der Zoe her. Wirklich eine geile Nummer. Ne? Das findest du gut, ja? Ich finde top. Weil du kannst vorne so schön ran an der Säule. So, weil ich sehe das mal ja im Theater auch hier. E-Golf hat man oder? Ja. Bei mir, bei unserer Einkaufsmöglichkeit, ich meine Namen, ich jetzt mal nicht nennen, auch lädt das regelmäßig. Und der zottelt dann doch schon mit seinem Kabel ein bisschen mehr rum. Ne? Wenn du es gerade ranfällst, ran ist das jetzt schön. Also ich meine, wir wollten ja mal darüber sprechen, du bist jetzt seit April, klar, sind jetzt keine großartigen Langstrecken unterwegs gewesen, aber so Alltag ist ja trotzdem, du wohnst auf der einen Seite von Berlin, arbeitest auf der anderen Seite, fährst ja auch ab und zu mal mit dem Auto hin, manchmal aber auch mit Öffis, also mal so, mal so. Ja, dann ist halt nur ein Auto, ne? Und das Auto ist ja erstmal primär für meine Frau gewesen. Ne? Genau, dass sie auch zur Arbeit kommt, ne? Weil da die Anbindung ziemlich doof ist. Genau, und im Sommer fährt sie halt viel auch Spätschicht arbeitet und man hat ja nun doch schon lieber hat, dass die Geliebten, ich sage mal, heil nach Hause kommt. Genau. Daher. So, und aber ihr kauft damit ja auch ein, ihr macht da noch Ausflüge raus nach Brandenburg und Co. Und da wäre jetzt meine Frage. Du hast es ja auch nur bei mir gesehen mit dem E-Auto und dann hast du dir ja eigentlich relativ blind das Ding bestellt. Du hast vorher zwei, drei Mal elektrisches Carsharing ausprobiert. Ja, genau, wir hatten ja das mit dem WeShare damals ja dann doch eine Zeit lang ein bisschen intensiver auch betrieben, weil wir auch halt Freundschaften draußen in Brandenburg haben. Und das ist halt, wenn du halt Kind hast, du willst halt mit dem Kind auch mal ein bisschen raus. Wir hatten jetzt zu dem Zeitpunkt gar kein eigenes Auto. Mhm. Und naja, das muss man auf jeden Fall sagen. Ja, ich habe mich dann dieses ganze E-Auto fahren doch kann man so sagen, ey, wirklich verliebt. Ich finde diese Fahren von so einem E-Auto einfach nur mega geil. Ja, das war, anders kann man das nicht beschreiben. Und deswegen haben wir uns halt damals so für die ganze Thematik E-Mobilität auch, sag mal, primär entschieden. Es ging halt wirklich ums Fahrgefühl, um sagen, E-Auto fahren ist eine coole Nummer und das wollten wir halt machen. Das haben wir halt dann noch gemacht. Dann haben wir es ein bisschen schlau gemacht. Haben wir damals mit einem Kumpel damals ja die eine Probefahrt machen dürfen. Genau, bei Christian Warter, da habt ihr euch dann mal eine ZE50 angeguckt und auch Probe gefahren. Und ja, dann hast du die quasi bestellt. Genau. Und seitdem irgendwie mal Probleme gehabt, also weil du ja keine eigene Lademöglichkeit hast, dass du sagst, du kamst irgendwann mal an den Punkt, dass irgendjemand, also deine Frau oder du oder irgendwie in dem Bereich sagt, ah Mist, ey, Ladesäulen haben alle nicht funktioniert und alles ist doof und Auto hat keine Reichweite mehr und am liebsten würde ich doch wieder einen Benziner nehmen. Also wo es tatsächlich, muss man auf fairerweise sagen, und zu verheimlichen wäre auch so ein bisschen illusorisch, wo es halt wirklich krass wurde beim Zoe, war halt dieser Megabeispiel Winter. Wo wir jetzt auch dieses Jahr diesen harten Winter hatten und für unsere Verhältnisse harten Winter, da ist das gute Stück doch mächtig in die Knie gegangen. Also wenn ich noch wirklich auf 100% geladen hatte, hast du den nicht mehr bei über 190 Kilometer Reichweite bekommen. Ne? Und das war halt, musst es anfangen wirklich zu überlegen. Weil jetzt so, sobald du halt mäßige Temperaturen hast, ja, bis hin zum Sommer, fährst mit dem Auto jetzt nicht ewig, aber vollkommen ausreichend. Ja, also ich habe da selber noch nie wirklich. Beim Winter muss man dazu sagen, das habe ich dir ja vorher gesagt, das ist so ein Zoe-spezifisches Ding, dass dieser Sprung von Sommerreichweite auf Winterreichweite sehr groß ist. Und war aber das einzige Negativbeispiel dazu hier. Ansonsten ist aber hat es dazu geführt, dass ihr irgendwie an irgendeinem Punkt kam, wo ihr gesagt habt, jetzt müssen wir hier irgendwie, keine Ahnung, 4 Stunden an irgendeiner Ladesäule überwintern. Und das Kind hat blaue gefrorene Füße oder so. Ich habe, das ist halt, was ich auch schon sagte, ich habe ja diesen Fall bisher, ist so mir eine kleine Vendetta, die ich da irgendwie fahre. Ich habe noch nie an einer Ladesäule wirklich gestanden, gewartet, dass mein Auto voll wird. Ich habe es immer so ausgetimt, dass ich entweder zum Einkaufen geladen habe, auf Arbeit darf ich ja auch laden, ist ja bei mir nur ein Luxusfall in dem Sinne. Aber ich konnte es halt immer mit irgendwas anderem Praktischen verbinden. Also ich bin jetzt nicht exklusiv irgendwo, pass auf hier, ich bin darüber gefallen. Exklusiv irgendwo rangefahren, zu sagen, boah, jetzt stelle ich mich ja immer eine Stunde lang irgendwo hin und lade mal mein Auto. Bleibt das ja noch nie. Tatsächlich. Brauchte ich auch nicht. Also war jetzt auch nicht so, dass man sagt, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen gucken, weil ähnliches. Einfach mal ein bisschen, ich sage mal,
der Stand eingesetzt, zu gucken, was hast du für Möglichkeiten ringsrum. Ja, und wohnen wir noch nicht direkt in der City, wo du ja mittlerweile wirklich massenhaft Säulen hast. Ne? Habe ich ja heute Morgen schon zur Einleitung in das Video gesagt, ich hätte ja jetzt, wenn ich zum Beispiel 400 Meter oder 500 Meter in die andere Richtung laufe, dann habe ich da eine Lademöglichkeit. Das ist ja bei euch nicht der Fall. Doch, mittlerweile tatsächlich so. Das ist in den letzten halben, dreiviertel Jahren, das muss ich mir nachher mal auf der App zeigen, weil wirklich, was da ringsrum an Ladesäulen aus dem Boden geschossen sind, wie so kleine Pilze, blub, sind überall erfolgreich. Du siehst halt immer mehr, es wird halt benötigt. Ja, du hast ja. Und darf man nicht vergessen, weißt du, so wie Sharing-Dienstleister, die natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen Einfluss nehmen. Aber du siehst halt ringsrum immer mehr Leute fahren halt Elektrofahrzeug und die ringsrum, die Infrastruktur, die passt sich halt tatsächlich den Bedürfnissen noch an. Du hast ja auch immer mehr, ob du ein Baumarkt, das ist hier bei uns bei der Ehe Baumarkt um die Ecke, da hast du auch schon mal geladen gehabt. Der zum Beispiel, der ist aus dem Boden geschossen auf einmal. Ne? Da war auf einmal dann auch ein CCS-Lader. Ja, oder hier und da mal ein AC-Lader, wo du sagen kannst, okay, da fährst du halt mal wie optional, weil da wo ich mal einkaufen hier zum Beispiel. Ne? Ja, Stöpsel zahlt dran, insofern frei. Aber läuft, wie gesagt. Also wir hatten da bisher überhaupt noch gar keine Probleme, wirklich nicht. Ja, ist ja cool. Also ich meine, das freut mich. Ne? Das ist natürlich auf der einen Seite eine Bestätigung für das, was ich selber sage und was ich selber erlebt habe. Und auf der anderen Seite freut es mich natürlich auch, wenn ein Kumpel von mir meiner Empfehlung nach dann nicht irgendwie jetzt mega Problem hatte und irgendwie gestrandet ist oder sowas. Ne? Oh, wir haben jetzt erstmal kurz die Schotten dicht gemacht, weil so schön so ein Glasschiebedach auch ist. Aber wir haben ja mittlerweile so einen brachialen Sommer, jetzt von jetzt auf gleich, dass, also nicht nur mich mit dem Sonnenbrand, aber bei dir jetzt ja gerade auch oben auf dem Kopf. Ja, langsam. Ich meine, ich war ja jetzt schon einige Wochen nicht beim Friseur gewesen. So heiß, ich habe noch ein bisschen Schutz oben drauf, aber nee, zu doll. Ja. Langsam fahren steht da. Mach ich doch, ich fahr doch langsam. Guck mal, steht ein Model 3. Hab ich auch gerade registriert. Ohne Nummernschild, also fällt nicht auf. Ach, guck mal, da ist offen. Das sind ein paar Experten. Das sind ein paar Helden, ne? Nein. Du hast ein SUV, Digga. Okay. Aber ein harter bestimmt. Ich merke schon. Nee, also der ist, ich finde, der ist weich bei Unebenheiten abgestimmt, aber trotzdem, wenn du sowas hast, so eine Geschwindigkeitsboller oder sowas, dann ist der schon recht straff. Ja, und ansonsten, was sagst du? Ich meine, jetzt mal so vergleichen mit deiner Zoe. Ich will die Zoe jetzt nicht schlecht machen. Nein, oder so. Die Zoe ist definitiv ein geiles Auto. Ich meine, was natürlich die Zoe im Verhältnis dazu einen riesen Vorteil hat, als auch den Nachteil, ist halt die Größe. Ne? Vorteil für die Stadt, Größe, du findest halt überall einen Parkplatz. Ja, Nachteil, die Größe. Wenn du halt da wirklich ein bisschen mehr transportieren willst, gerade wenn man mal so respektive in Richtung Urlaub schaut, dann hast du ja oftmals dieses Extrembeispiel, du willst ja irgendwie den ganzen Quatsch und so verstauen. Ist der natürlich weitaus geil. Was ich natürlich cool finde, ihr Teig ja eben doch schon so gesagt habt, ja, was bei meiner ZE50 leider nicht der Fall war, diese schöne Armlehne. Ganz ehrlich, ich vermisse sie mittlerweile wirklich. Ja, sie ist ein bisschen, ich finde sie ein bisschen grenzwertig positioniert, weil wenn ich jetzt bin, aber ich du hast kleiner. Eine. Ja, aber ne, guck mal hier, du bist dann immer in dieser Kante drin. Ne? Ja, die Teig aber gut, sei es drum. Nee, also wie gesagt, weil man es mal wirklich auch mit dem Hintergrund des Preises vergleicht. Da muss ich sagen, ganz ehrlich, also mehr Auto für das Geld. Kann man dich kaum wünschen, wirklich jetzt. Also du hast hier vorne schön viel Beinfreiheit und bin ich ja größer oder über so ein paar Zentimeter größer und du siehst jetzt nicht gerade gezwungen aus. Hinter dir, also zumindest meine Frau, würde definitiv da noch Platz haben. Ich würde ich finde im Innenraum ein Ticken Mühe kleiner als der Ioniq. Von außen halt nahezu identisch. Ne? Wie gesagt, verglichen mit dem Captur, wenn man ungefähr einen Größenvergleich haben möchte, finde ich das ein absolut gelungenes Auto. Und mir geht es aber hauptsächlich darum, geht ja nicht um das Auto an sich, sondern geht jetzt darum, vergleiche mal mit deiner Zoe das Ding jetzt einfach nur mal so, zahlst 23.000 Euro, kriegst dafür ein Fahrzeug, was innerstädtisch und über Land 300 Kilometer schafft, Autobahn 200 höchstens, ne? Und kriegst dafür so ein Auto, was so ausgestattet ist. Ist auf jeden Fall eine Option. Das wird meine Kette ansagt. Ja, ist das was du jemandem empfehlen würdest oder würdest du sagen, um Gottes Willen, lass die Finger davon? Also sag mal, würde den 20.000 mehr kosten, würde ich sagen, ja, überlege dir. Ja. Für den Preis, top, ganz ehrlich. Also, können wir festhalten, darum geht's ja, Elektromobilität ist durchaus erschwinglich. Ja, sicherlich. Ne, weil es ist ja immer so diese ewige Diskussion, die du führst, ne, so von wegen, ja, Elektroautos sind was für Millionäre und nicht für Millionen. Ich dachte eigentlich, wir wären schon längst über diesen Punkt hinweg, aber ich habe letztens erst wieder so einen Bericht gelesen und darum geht's ja. Und die Frage wäre jetzt mal, wie viel, ja, seit April eure Zoe? Letztes Jahr April, ne? Letztes Jahr April, das heißt also etwas über ein Jahr.
Und du hast ja gesagt, 9000 Kilometer, gut, wegen Corona. Ja. Sonst wären es wahrscheinlich, was, 12.000 Kilometer geworden oder so? Also dadurch, dass ich den nicht mehr als rein Arbeitspendler genutzt hätte, ja, so 12, 13 ist realistisch. Mhm. Ja, wenn wir für in der Stadt, war eine Umgebung knapp an der 9, ja, ein, zweimal im Jahr ein bisschen weiter weggefahren, respektive Urlaub, ja, 12, 13 ist realistisch. Mhm. Naja, und jetzt auch mit den 9000 Kilometern. Ich meine, darf man auch nicht vergessen, ne? Corona hin oder her. Ja, man ist weniger gefahren, aber einige Lademöglichkeiten waren ja plötzlich nicht mehr erreichbar während des Lockdowns. War das so? Ja, wenn ich so an einige Baumärkte anfangs denke, wo dann Ladeinfrastruktur aufgebaut wurde, da war dann alles abgesperrt, da konntest du dann irgendwie nur an die Seite ranfahren. Gut, Zurückruf nach Ruigenstraße. Rechts vor links, kommt da was? Ja, super. Ich danke dir auf jeden Fall für dein Fazit, für deinen Einblick und ja auch für dein Feedback, wie das so ist mit einer Zoe. Weil wir hatten das ja schon einiger Male so ein bisschen vorgenommen, mal so ein Feedback zu ziehen. Gut, Corona ist ja zwischengekommen, vielleicht machen wir nach Corona später nochmal ein Feedback, wie das dann ist, wenn alles wieder offen hat, wie du gut dann klarkommst oder vielleicht bist du dann auch schon irgendwann elendig verendet oder sowas. Vielleicht musstest du dann schon mal deine Frau mit einem Diesel von der Ladesäule abholen, wie der immer behauptet wird. Nein, ich hoffe es natürlich nicht. Und ich glaube es auch nicht, weil du bist ja auch nicht ganz dusselig und du bist ja auch ein bisschen pfiffig und kannst dich ja durchaus mit der Thematik auseinandersetzen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Woche gefallen. Ich habe versucht, diese Woche ein bisschen anders zu gestalten, weil ich ja nur mal den MG hatte. Deswegen kam ich relativ häufig darauf zu sprechen. Das soll keine Werbeveranstaltung sein, sondern sollte einfach nur dazu dienen, mal zu zeigen, wo die Elektromobilität bereits steht, weil wir diskutieren immer über diverse Fahrzeuge, die dann irgendwo bei, ich sag mal, 30.000, 40.000 Euro losgehen, hochgehen bis 60.000, 70.000 Euro, aber wir brauchen ja wirklich bezahlbare Elektromobilität und ich finde, die ist hier definitiv drin. So, wir sind wieder zurück am Garten, wir werden jetzt noch ein bisschen die Sonne auf dem Pelz brennen lassen und ja, denkt dran, Kanal abonnieren ist nicht umsonst, aber kostenfrei. Und gebt uns einen Daumen, gebt mir einen Daumen nach oben, gebt Rico einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Gebt einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt aber bitte auch in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Ich hoffe, diese Art und Weise, in dieser einen Woche begleiten meines Alltags, hat euch auch wieder gefallen. Und wenn euch das gefallen hat, dann kann ich euch schon mal so einen kleinen Vorgeschmack geben. Ich plane mit noch einem aktuellen Elektrofahrzeug noch mal so eine Woche zu machen. Und das wird dann richtig langweilig. Das zeigst du mir dann aber auch, ne? Ja, den zeige ich dir dann auch. Und da kann ich euch jetzt schon mal spoilern, das wird richtig langweilig. Also ihr seht, ich setze immer noch einen drauf. Ich schaffe es immer langweiligere Wochenvideos zu machen, weil Elektromobilität ist Alltag und das Laden, das ist halb so wild. Ne? Alles für dich schon. Bis dann. Tschüss. Tschüss mit dem.